Zum Abschluss der diesjährigen Sommertheaterreihe trat am Dienstag, dem 26. Juli 2022, die Gruppe Common Ground mit Artisten aus Deutschland und den Niederlanden an der Hermann-Leser-Realschule auf. Die Veranstaltung war ausverkauft. Uns erwartet heute Abend eine fulminante Artistik-Show. Es sind also, es ist viel Luftakrobatik dabei, viele spannende Show-Acts. Und das wesentliche prägende Element auf der Bühne sind verschieden große Holzquader, die mit in die Show eingebunden werden. Im Mittelpunkt der Show standen verschiedene kleine und große Holzquader. Ob auf dem Kopf der Artisten oder aufgetürmt, die Künstler präsentierten damit die Vielseitigkeit dieser Elemente in Verbindung mit ihrer Show aus Akrobatik, Spannung und Humor. Die Artisten kommen aus den Niederlanden und aus Deutschland. Es ist also eine gemischte Truppe, die sich extra für dieses Theaterprojekt zusammengefunden hat. Das Theater selbst ist seit gestern Nachmittag da, also seit Montagnachmittag, und hat da auch mit dem Aufbau, mit dem Einleuchten und so weiter begonnen. Und heute wurden dann nur noch die Feinarbeiten vorgenommen. Nicht nur am Boden stellten die Artisten ihr Können unter Beweis, auch in der vertikalen Linie eines Mastes sorgten gewagte Darbietungen für spannende Unterhaltung. Unter anderem auch eine Saxophoneinlage in schwindelnder Höhe. Wir haben das tatsächlich alle sechs studiert. Wir waren auf einer Zirkushochschule in Belgien und in Holland. Und ja, wir haben das gelernt. Das ist unser Job. Wir machen das sozusagen Vollzeit. Ich mache seit 2000 schon und die anderen fünf sind etwas jünger. Die sind seit 2011 Vollzeit im Geschäft. Ein weiteres Highlight waren die Darbietungen am schwingenden Trapez. In Kooperation aller Artisten präsentierten sie am Trapez einen Show-Act mit fliegenden Menschen. Also wir haben die Sechser-Kompanie mit den sechs Artisten, die Sie jetzt gerade gesehen haben. Und wir haben auch noch drei Duos. Also alle Artisten sind auch noch als Duo unterwegs oder als Solo. Und wir sind weltweit zusammen getrennt auf Tour und spielen in unterschiedlichsten Locations und zu unterschiedlichsten Events. Aber wir planen diese Show noch ein paar Jahre zu spielen, so wie Sie die gerade gesehen haben. Zum Schluss durften einige Zuschauer unter großem Applaus einen Parcours über die Holzquader starten. Schon am Mittwoch treten die Künstler mit ihrer Show in Herten auf. Der Dülmener Sommer geht noch weiter. Er endet am Freitag mit einem Abschlusskonzert an der Realschule.